Kolja Löffler mit der 2 müht sich da redlich am Kreis, aber er hat nicht die Statur, nicht die Power, seinen Leuten die Räume freizumachen. Aber was interessiert das Alexander Pettersson? Also was der immer wieder für Dinger auspackt im Alleingang. Unglaublich wertvoll, dieser Neuzugang für die Füchse. Und ich bin mir sicher, die Flensburger sind noch immer traurig, dass er den Club verlassen hat. Sie hätten ihn gerne gehalten, aber er wollte mehr spielen. Er wollte nicht mehr die Nummer 2 sein auf seiner Position hinter Oskar Kalleen. Und das haben ihm die Füchse geboten. Und er bedankt sich mit Leistung. Alexander Pettersson, Topscorer dieser Partie mit 7 Toren bis hierhin. Und Heinevetter mit einer ganz wichtigen Parade gegen Heinl. Dreieinhalb Minuten noch. Den Druck hat eigentlich Flensburg jetzt, oder? Auf jeden Fall. Wobei die Füchse-Spieler genau wissen, wenn sie jetzt ein Tor machen, dann ist die Chance, einen Punkt zu holen oder gar zu gewinnen, schon recht groß. Und das darf man nicht machen. Ninčević hat die Kugel, was für ein Dusel für die Berliner. Aber völlig unvorbereitet, der Wurf von Christoffersen entschuldigt sich sofort. Kriegt von allen Seiten Anpfiffe. Ja, aber der Ball bleibt bei den Berlinern und das ist das Wichtige. Jaschka, lange gewartet, gut rausgespielt. Also Hut ab vor diesen Berlinern, sie bewahren die Nerven, lange Angriffe. Und dann haben sie eben auch Leute, die solche Würfe in diesen Situationen versenken können, wie Ivan Ninčević. Oh, Spoljaric hart gegen Kalleen. Hat lange gedauert bis zu dieser ersten Auszeit in der zweiten Hälfte. Noch mal ganz kurz durchschnaufen. Gleich gibt es die Entscheidung. Was wir nie aus dem Blick verlieren, sind herausragende Qualität, Sicherheit, Performance und Innovation. Aber das Wichtigste ist, all unsere Leidenschaft steckt in jedem einzelnen Reifen. Bridgestone. Passion for Excellence. Zeichen sollen uns das Leben einfach und schnell erklären. Zum Beispiel Freude. Jetzt gibt es ein neues Zeichen für einfaches Banking. Die neue Targobank macht Banking einfach und klar. Mit Deutschlands sicherstem Kredit mit Vierfachschutz. Jetzt 100 Euro Wechselprämie sichern. Verlängert bis 15. Oktober. Vertrauen Sie dem Testsieger. Targobank. So geht Bank heute. Gotha Heim und Haus. Alles in einem Paket. So einfach. Jetzt alle relevanten Risiken mit nur einer Versicherung abdecken. Gotha. Zurück in der Campushalle, wo die Berliner knapp vor ihrem nächsten Coup stehen. 26 zu 24 die Führung gegen Flensburg. 2 Minuten vor Ende der Partie. Und wenn sie jetzt keinen kriegen, die Flensburger, die Berliner, dann ist der Punktgewinn fast schon sicher. Und der technische Fehler. Fuß von Oskar Kalleen, so entscheiden es die Schiedsrichter. Und die ersten Zuschauer gehen nach Hause. 1:30 noch. Kurze Deckung jetzt gegen Alexander Pettersson. Fehler auch von Lahn. Füchse Mahnen sagt nicht zu. Super gespielt. Der muss rein, Svon Hansen. Noch lebt Flensburg.
Zumindest ein Punkt ist noch drin. Eine Minute noch. Was müssen die Flensburger jetzt machen? Alle raus, ganz Feldpresse? Ja, oder sie haben jetzt den Ball gewonnen mit einer doppelten Manndeckung und machen es weiter. Und jetzt müssen sie einfach gucken, dass sie irgendwann einen auch mal dazu zu zwingen, einen Fehler zu machen, einen Wurf zu machen. Bult. Arm ist jetzt oben. Auszeit, Auszeit. Durchschnaufen. Nochmal sammeln. Das war kurz vor dem nächsten Tumult und ich denke, genau im richtigen Moment Dago Sigurdsson mit der Auszeit. 32 Sekunden noch auf der Hallenuhr und Berlin mit einem vorne. Hey, aber ist richtig hier. Ja, ja, ja. Oh, so, hey, hey. Football, sehr, sehr. Arm ist ja, oben, spielen Arm ist wir. Oben. Ja. Hier, zwei Leute. Alex Ball, wir gehen voll rein. Hier Alex auf die Abwehr, Schmörre hinter. Ich gehe schon weg, ja. Ja, ja, ja. Aber Jungs, wichtig ist, zu Ruhe laufen. Ja. Hier, zu Ruhe laufen. Komm mal, unsere. Da hätten wir natürlich gerne einen Blick auf das Flipchart geworfen. So haben wir nicht ganz mitkriegen können, was die Berliner jetzt vorhaben. Aber der Name Alex Biel, Pettersson ist natürlich die erste Option. Bester Schütze bislang in dieser Partie. Was denkst du, was sie spielen? Ja, die versuchen jetzt 32 Sekunden den Ball zu verstecken und irgendwann aufs Tor zu werfen. Also sie werden einfach jetzt wissen, dass eine doppelte Manndeckung kommen wird und versuchen jetzt einfach Bewegung reinzukriegen und noch eine gute Wurfposition zu bekommen. Aber der Arm ist oben und deswegen müssen sie werfen. Sie stellen den Block für Christoffersen, der hatte nicht seinen besten Tag. Und er nimmt doch den Wurf, 20 Sekunden noch. Unentschieden oder Sieg für die Füchse. Sie haben den Torhüter rausgenommen, die Flensburger. Fahlgren als zweiter Kreisläufer. Einen Wurf. Einen Wurf kriegen sie wohl noch. Grüßen. Berlin rackert in der Deckung. Nein. Sie halten die Zeit nicht an. Es gibt noch den direkten Freiwurf. Oh. Kein guter Wurf von Lasse Bosen. Und jetzt ist es natürlich schwierig. Okay, die Position ist recht zentral. Das hat es alles schon mal gegeben. Aber da steht eine 6-Mann-Mauer und noch ein Torhüter dahinter. So, und dann darf da eigentlich nur noch ein Flensburger stehen. Richtig. Ja, das ist Oskar Kalin. Ne. Oh, hat nochmal wehgetan. Und die Berliner gewinnen dieses Spiel hier in Flensburg. Das ist doch nicht zu fassen. Der nächste Coup nach dem Sieg gegen Kiel. 26-25. Sabine Wagner entdeckt mein Xing-Profil und empfiehlt mich einem Bekannten weiter. Er lädt mich zum Gespräch ein. Und schon bin ich meinem Traum wieder ein Stück näher. Xing, das Netzwerk, das für mich arbeitet. Jetzt geht's weiter mit Toyota. Partner der Toyota Handball-Bundesliga. Und die Füchse aus Berlin gewinnen auch das 6. Spiel in Folge in dieser Saison mit 26-25. Denkbar knapp hier in Flensburg. Markus, das ist ja fast nicht mehr zu glauben. Nach Kiel jetzt auch Flensburg bezwungen und das hier in der Flensburger Halle. Was war ausschlaggebend am Ende? Ja, also rein spielerisch haben mir die Füchse einfach auch besser gefallen. Sie haben ruhiger im Angriff gespielt, disziplinierter gespielt und auch mehr, also konzeptioneller gespielt. Und das hat sich dann auch war auch ausschlaggebend, vielleicht auch einen Ticken besseren Torhüter gehabt. Und so gewinnt man dann auch mal in Flensburg mit einem Tor. Ja, 12-0 Punkte jetzt für die Füchse aus Berlin. Eine unfassbare Bilanz und das nach Spielen gegen Kiel und Flensburg. Dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von Toyota, Partner der Toyota Handball-Bundesliga. Thank you.
Ja, und es sind dann heute mal 2 Gegentore mehr geworden. Hä? 25 trotzdem. Hä? Die Abwehr, auch heute wieder die Basis für den Erfolg. 25 Gegentore in Flensburg, das ist fast nichts. Und wir wollen den Siegern jetzt gratulieren. Alexander Pettersson hat ein unglaubliches Spiel gemacht in seiner alten Halle, wo er letzte Saison noch gespielt hat. Glückwunsch, Alex. Ja, Dankeschön. Ja, unglaublich. Wieder die Abwehr super gehalten. 25 Gegentore nur. Wie macht ihr das? Ja, wir halten unser Konzept und versuchen konzentriert zu bleiben in der Abwehr. Und natürlich Heidenfelder hält immer. Wir spielen zusammen mit ihm und natürlich laufen Gegenschüsse. Deswegen können wir nicht viel, haben noch kein 30 Tore erreicht in der Saison. Aber das reicht für die Tabellenführung. Und Sie selber haben ein klasse Spiel gemacht, 7 Tore gegen den alten Verein. Waren Sie extra motiviert heute? Ja, motiviert war ich auch, aber mehr nervös, weil das ist immer schlecht für mich, so gegen meine alte Mannschaft zu spielen. Und viele Zuschauer, alle sind freundlich zu mir und ich möchte nicht, das war einfach nicht einfach. Also. Und trotzdem, es hat natürlich zum Sieg gereicht für Berlin und das wird Sie auch freuen, auch wenn es gegen den alten Verein gegangen ist. 12:0 Punkte. Also Sie haben doch sicher auch gedacht, als Sie von Flensburg nach Berlin gewechselt sind, es ist schon noch ein ganzes Stück bis zu den Flensburgern für die Berliner. Jetzt stehen Sie deutlich davor. Wo sollen das noch hingehen? Ja, jetzt haben wir erst 10 Tage Pause und dann haben wir schwere Spiele nachher. Und dann, ja, wann bis zu Weihnachten hoffen wir haben den Platz 5 bleiben. Nicht ein bisschen mehr, wenn man so startet? Nein, wir müssen relativ bleiben und auf dem Boden. Ja, alles gut, es kommen schwere Aufgaben. Danke, Alex Pettersson. Danke auch. Also das muss man wirklich sagen, wenn man auf die nächsten Partien der Füchse guckt. Markus Bauer, Großwaldstadt, dann beim HSV, Rhein-Neckar-Löwen, Gummersbach. Aber denen ist ja mittlerweile alles zuzutrauen. Ja, da sind wir wieder wie vorm Spiel. Jetzt haben sie noch auswärts beim Großen gewonnen. Jetzt haben sie mit Sicherheit noch mehr Selbstvertrauen. Also jetzt kann man auch mal zu Hause Großwaldstadt sowieso gewinnen. Dann fährt man mal nach Hamburg und schaut, was da so geht. Also die